Und damit Hallöchen, die Raketen, und herzlich willkommen zum dritten WM-Lauf hier aus der dritten Saison. Herzlich willkommen aus Spanien, vom Circuit de Catalunya, hier aus Barcelona. Ja, ihr seht's, der Himmel ist blau, die Sonne scheint, perfektes Wetter für ein Rennen hier in Spanien. Und nach den ersten beiden Rennen haben wir ja schon gut Punkte geholt. Mit einem dritten und einem sechsten Platz gehen wir hier mit einer guten Ausgangslage ins Rennen. Wir haben 4,6 Kilometer, 16 Kurven, 2 DRS-Zonen. Und mit Spanien eine Strecke, auf der es extrem schwer ist zu überholen. Wir kennen das aus der realen Formel 1. Meistens Rennen, in denen viel hinterhergefahren wird. Ich hoffe, dass wir hier nicht nur über die Box entscheiden. Vielleicht können wir auch das ein oder andere Manöver auf der Strecke bringen. So sieht das Ganze aus. Wir gucken mal, wo es in diesem Rennen hingehen wird. Wir schauen gleich nochmal in die Zwischenereignisse, die dort passiert sind zwischen den letzten beiden Rennen. Und dann sehen wir uns hier gleich in der Startaufstellung wieder. Und damit schieben wir den Blick als allererstes in die Rivalität. Ihr seht, aktuell führt Lando Norris mit 4 Punkten Vorsprung gegen uns mit insgesamt 12 zu 8 Punkten. Das liegt natürlich auch daran, weil er in Portimao besser abgeschnitten hat. Ganz klare Geschichte, mit seinem Rennsieg hat er hier natürlich ein paar Punkte geholt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass 4 Punkte locker wieder einzuholen sind. Wenn wir in die Leistungstabelle gucken und damit, ja, in den aktuellen Stand, dann sehen wir, dass wir McLaren in der Leistungstabelle überholt haben. Wir sind aktuell auf Rang 3, ungefähr gleich auf mit McLaren, also viel ist da jetzt nicht, was wir an Vorsprung haben. Aktuell seht ihr das, dass wir in der, ja, in der Entwicklung hauptsächlich die, ja, Strapazierfähigkeitsteile drin haben im Bereich der MGUK und des Getriebes, genauso wie des Energiespeichers, kommen da einige Teile, die dafür sorgen sollen, dass sich unsere Komponenten nicht mehr so stark abnutzen, und auch alle anderen Teile, die wir in der Forschung hatten, sind vor dem Rennen gekommen. So sieht das Ganze dann im Verlauf der Forschung aus. Ihr seht das ganz gut, wie wir uns da, ja, vorbeigeschoben haben an McLaren. Ferrari hatten wir ja schon vor der Saison, aber jetzt haben wir mit den letzten Updates auch McLaren überholt. Wenn wir in die WM gucken, dann sehen wir, dass wir aktuell auf Rang 4 liegen. Mit einem, ja, dritten und einem sechsten Platz haben wir insgesamt 23 Punkte schon auf dem Konto. Wir liegen 2 Punkte hinter Norris und insgesamt 22 Punkte hinter Max Verstappen, der hier aktuell die WM anführt, also nach 2 Rennen hier sich schon einen kleinen Vorsprung rausgefahren hat. Nico Rosberg aktuell mit 12 Punkten auf Rang 6 mit einem guten Rennen in Portimao und leider einem Ausfall zum Saisonbeginn in Imola, sonst wären hier wahrscheinlich auch schon mehr Punkte auf dem Konto. Und in der KWM liegen wir ebenfalls auf Rang 3 mit 35 Punkten, 6 Punkte hinter Mercedes und ganze 32 Punkte hinter Red Bull, die hier die KWM anführen. Und damit geht's jetzt hier in den nächsten Versuch am Circuit de Catalunya in Spanien ins dritten Qualifying. Wir gucken mal, ob wir uns noch verbessern können im Vergleich zu unserer ersten fliegenden Runde, die wir gesetzt haben. Kommen wir weit raus. Ah, können hier ein bisschen was rausholen, verlieren aber wieder auf die Gegengerade. Leichten Quersteher drin gehabt. Zwei Zehntel aktuell. Und damit gehen wir in die Startaufstellung zum großen Preis von Spanien.
Sergio Perez hat die Pole vor Max Verstappen, damit Red Bull auf Doppelpole auf 1 und 2, gefolgt von Lewis Hamilton und Charles Leclerc, dann Lando Norris und Daniel Ricciardo. Auf 7 Nico Rosberg mit einem guten Qualifying, Zhou auf 8, Sainz auf 9 und Alonso auf 10. Wir haben uns leider nur auf 11 qualifiziert, Pierre Gasly auf 12, 13. Tsunoda, dann Stroll auf 14, 15 Ocon und 16 Russell, 17 Latifi, dann Mick Schumacher, Giovinazzi auf 19, Mazepin auf 20 und hinten Christian Lundgaard und Valtteri Bottas mit einer Strafe auf 22. Ja, leider nur von 11. Wir haben im Qualifying noch eigentlich eine gute Runde gehabt. Ich habe es dann aber kurz vor Schluss weggeworfen. Deswegen starten wir außerhalb der Top 10. Nichtsdestotrotz gucken wir einfach mal rein, was die personalisierte Strategie sagt. Wir sollen Medium und Hard fahren und wir können mal kurz reingucken, wenn wir sagen, wir starten auf dem Medium-Reifen, ab wann wir tatsächlich dann den Harten verwenden könnten. Ab wann würde der Harte soweit Sinn machen, dass wir ihn auch schon fahren können. Ab Runde 12 könnte man das machen. Und wenn wir hier mal kurz reingucken, das hier oben ist vielleicht ein bisschen aussagekräftiger. Ja, wir könnten ihn sogar deutlich früher fahren. Wir könnten ihn auch schon ab Runde 8 fahren. Sogar schon ab Runde 7, irgendwann, das ist dann hier jetzt doch ein bisschen hart, ab Runde 5 könnte man auch schon fahren und würde damit durchkommen, aber ihr seht, nach hinten raus steigt die Zeit dann doch ordentlich an. Also ich sag mal, ja, Runde 9 ist schon in Ordnung, Runde 8 würde vielleicht auch noch gehen, aber so, ja, Runde 12, 15, also da kann man dann schon reagieren. Ich sag mal, wenn man ab Runde 10 reinkommt und den harten Reifen fährt, würde das auch noch in Ordnung sein. Man würde jetzt nicht so viel Zeit verlieren. Bei Runde 10 seht ihr das ungefähr 1,1 Sekunden und alles, was danach kommt, im 0-Bereich. Also wir gucken mal. Aktuell, wie gesagt, soll es in Runde 15 reingehen und dann auf hart. Wir schauen mal, wie es aussieht, wenn wir hier unten vielleicht umswitchen und sagen, wir fahren auf den Mediums los und setzen hier hinten nochmal auf die weichen Reifen. Dann könnte man gucken, dass man den Weichen vielleicht ja ab Runde 27 nochmal bringt. Wahrscheinlich dann eher sogar ein bisschen früher. Ja, dass man vielleicht sagt, okay, ab Runde 26 macht es auch Sinn. Runde 25 würde auch noch gehen. Aber alles andere wird ansonsten zu viel. Runde 25, der frühestmögliche Zeitpunkt, um zum Schluss hier 8 Runden nochmal auf den Softs zu fahren. Wir versuchen es erstmal auf Medium-Hard mit einer Einschub-Strategie und gucken dann mal, wie sich das Ganze hier verhält. 33 Runden sind es. Wir nehmen für 33 7 Sprit mit. Und dann gehen wir ins Rennen. Let's fetz. Okay. Die letzten Kurven, bevor es wieder in die Startaufstellung zurückgeht. Wie gesagt, ich bin gespannt, wo es hingeht. Der Medium-Reifen ist ungefähr eine halbe Sekunde langsamer pro Runde als der Soft-Reifen. Von daher müssen wir mal schauen, wie sich das hier in den ersten Runden schüttelt. Nach hinten raus könnten wir ja, die bessere Strategie haben mit einem Einstopp. Das ist ja hier in Spanien bis jetzt immer gut gegangen. Wir schauen mal. Wir haben eine gute Ausgangslage für Punkte. Alles Weitere wird sich im Rennen zeigen. Und da ist die Ampel, großer Preis von Spanien. Here we go. Kommen auf den Mediums nicht ganz so gut weg. Gasly besser. Auch Tsunoda versucht es da schon. Jetzt müssen wir hier aufpassen. Ah, setzen innen gegen Gasly an, holen uns den Platz zurück. Und gleich am Anfang macht sich das wieder bemerkbar. Schweres Auto, schlechterer Reifen. Können wir nicht ganz so attackieren. Vielleicht jetzt. Vorne ein wenig Getümmel. Ah, gegen Sainz in reingestochen. Jetzt schon hinter Zhou. Wir sind 10.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht hier oben nochmal beim Anbremsen auf die Haarnadel, aber da sind wir jetzt zu weit weg. Ordentlich über den Sausage-Körb gefahren. Aber gleich eine Lücke aufreißen lassen. Wir versuchen es jetzt mal mit dranbleiben. Hier im Slipstream. Na, auch Tsunoda bleibt an Sainz dran. Und Suda wieder mit einem unruhigen Heck. Und auch wieder an derselben Stelle. Zu früh auf dem Gas gewesen, zu weit rausgekommen. Müssen wir ein bisschen aufpassen. So, wir bleiben wieder dran. DRS ist in dieser Runde aktiviert. Wir sind im Sekundenfenster, aber auch Sainz ist im Sekundenfenster. Ja, diesmal kommen wir besser durch den Abschnitt oben durch. Und wichtig ist, dass wir dranbleiben. So wie ziemlich alle anderen, die jetzt auf Mediums gehen. Okay, alles klar. Okay, irgendwo ist schon wieder gelb. Auf Start und Ziel, irgendwas ist passiert. Tsunoda ist ausgeschieden. Kein Safety Car. So, jetzt auch Su und Co. an der Box. Und damit übernehmen wir die Führung.
Die Runde muss jetzt passen. Aber klar, Perez und Norris jetzt mit den frischeren Mediums. Aber ist noch weit genug weg. Boxenstopp. Huiuiui. So, schnellste Runde Verstappen. 1:17.589. Los, los, los. 2,2 Sekunden. Guter Stopp. Wir kommen auf Rang 10 wieder raus. Wieder hinter Su. Und knapp die Hälfte des Rennens liegt jetzt hinter uns. Und wieder wollte das Auto ganz kurz wegzappeln. Wir kommen hier aber eigentlich ganz gut durch. Da wollte er es probieren auf der Innenseite und er dreht sich. Ja, was soll ich sagen? Safety Car. Wir müssen langsamer werden. Es gibt wohl viele Trümmerstücke auf der Strecke. Okay, langsamer werden. So, hier nochmal in der Blick in die Wiederholung. Das Manöver von Sainz. Da der Versuch in. Ah, das ist. Ja. Macht er selber. Rutscht auf dem Körper aus ohne Berührung. Wir fahren jetzt auf demselben Reifen. Ich hatte kurz überlegt, ob wir auf den Medium wechseln, weil der Medium auf jeden Fall durchgehalten hätte. Aber dann wären wir nicht so weit vorgekommen. Und weil der harte Reifen ja nun auch erst 3 Runden alt ist, 3,5 jetzt, ist er noch nicht so abgenutzt. Also es ist alles jetzt möglich. Können wir Hamilton beim Restart wieder überraschen. Hier ist es ein bisschen schwieriger, weil ja, das Safety Car so früh reinkommt und der Weg dann zur Safety Car Linie so kurz ist und durch die Kurve vor Start und Ziel natürlich noch mal, ich will nicht sagen unterbrochen wird, aber es ist schwierig zusammen durch die Kurve zu gehen. Wir versuchen es trotzdem. In der Hoffnung, dass wir Hamilton wieder überraschen können.
So, Safety Car kommt rein. Wie gesagt, wir versuchen es, Hamilton wieder zu überraschen, aber es wird schwer hier auf der Strecke. Gerade durch die Schikane. Wir dürfen Hamilton nicht berühren, weil wir ansonsten eine schwere Kollision verursachen und eine Strafe kriegen. Wir kommen aber gut raus. Wenigstens im Windschatten. Außen. Uiuiui, innen. Hartes Manöver. Keine Berührung. Hamilton hat zurückgesteckt. Wir sind Dritter. Und jetzt haben wir hier gleiche Bedingungen mit Norris und Perez. Müssen jetzt dranbleiben. Oh, Hamilton versucht's. Ist er neben uns. Steckt zurück. Das kostet uns jetzt Zeit nach vorne. Der Zweikampf hier mit Lewis. So, DRS ist ab dieser Runde wieder aktiviert. Oh, vorne die beiden fahren weg. Und wir konzentrieren uns nur nach hinten. Da ist er, der Flügel. Wir haben deswegen ein bisschen Abstand, aber nach vorne sieht es aktuell schlecht aus. Wenn sie sich vorne vielleicht noch in die Karre fahren. Aber der Abstand dafür ist zu groß. Die nächste Attacke von Hamilton. Vielleicht später auf der Bremse. Oh,
war schon grenzwertig. Schade. Da haben wir ein Stückchen rausgedrängt von der Strecke. Das war so nicht ganz sauber. Der Mercedes hat da einfach unheimlich viel Speed. Nochmal haben wir nicht so ein Glück wie in Imola zum Saisonstart, dass wir uns da so gut verteidigen können. Jetzt schlingert das Auto hier auch ein bisschen. Wir sind Vierter. Gegen Verstappen. Da fehlt es halt einfach noch an Speed. Wieder gelb. Boah, was ist da? Nico hat sich gedreht. Hier sind wir schon raus aus dem DRS-Fenster. Vorletzte Runde. Vom Ferrari-Jäger aus Portimao zum Ferrari-Gejagten hier in den letzten zwei Runden in Spanien. So, sind hoffentlich weit genug weg für diese letzte Runde. Und der ist nochmal dran, Leclerc. Und nimmt auch Gasly nochmal mit. Aber wir haben es gut überstanden. So, Sergio Perez gewinnt hier. Vor Lando Norris, dritter Sieger im dritten Rennen. Und wir fahren auf Rang 5, verbessern uns damit im Vergleich zu Portimao um einen Platz, holen die nächsten Punkte. Yes! Okay, sammel ein wenig.
A real team effort which has paid off in spades. A great victory here at the Spanish Grand Prix. So Anthony, what made the difference out there today? Without a doubt, the safety car changed everything today. The key to their success was keeping calm and reacting to the situation quickly. We've seen teams in the past throw away wins because they were too hesitant, but here they were decisive and that's allowed them to take the advantage. Red Bull put up an outstanding fight for the front position today, and it's great to see it paid off for them. They do so much for the sport that you can't help but be delighted by today's race win. So, und damit gucken wir ins Endergebnis. Sergio Perez gewinnt vor Lando Norris, der von 5 auf 2 vorfährt. Dann Lewis Hamilton auf der 3 und Max Verstappen auf der 4. Wir fahren von 11 auf die 5 vor, werden damit Fahrer des Tages. Charles Leclerc auf 6 und Gasly dann letztendlich auf der 7. Ja, schade, Nico Rosberg hat sich gedreht. Wir gucken mal kurz rein. Nico damit außerhalb der Punkte, nur noch auf Rang 16, schade, sonst wären es auch da wieder Punkte geworden. Aber im Endeffekt, ja, das dritte Rennen, die nächsten Punkte, 10 Stück an der Zahl und der dritte Sieger im dritten Rennen. Wir gucken in die WM, aktuell in der Fahrer-WM Verstappen mit 58 Punkten WM-Führender vor Lewis Hamilton mit 10 Punkten Rückstand. Dann Sergio Perez auf Platz 3 mit 47 Punkten und nur 11 Punkten Rückstand. Lando Norris rutscht auf die 4 zurück, wir rutschen auf die 5 zurück. Haben 10 Punkte Rückstand auf Norris in der WM und 25 Rückstand auf Max Verstappen. Nico Rosberg rutscht zurück auf die 7, bleibt bei 12 Punkten und hat damit 46 Punkte Rückstand auf Max Verstappen, der auf 1 liegt. Und in der KWM rutschen wir einen Platz nach hinten hinter McLaren und verlieren den dritten Platz, rutschen auf 4, haben 45 Punkte, liegen 8 Punkte jetzt hinter McLaren und 13 hinter Mercedes, insgesamt aber 60 sogar schon hinter Red Bull, die hier einen starken Saisonauftakt mit den ersten drei Rennen haben und von daher bin ich gespannt, wie das hier weitergeht. Ich glaube, als nächstes geht es nach Monaco, ein Stadtrennen, welches ich absolut liebe, nicht. Wir werden gucken, ob wir ins Ziel kommen, es ist wieder eine große Herausforderung. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Rennen in Monaco und dann gucken wir einfach mal, was dort so geht. Ich bedanke mich jetzt auf jeden Fall bei euch fürs Einschalten. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Und dann geht da steil, bleibt da geil, haut da rein, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Tschüssi.